Als Son Goku bei Gott trainiert hat, hat dieser ja seinen Saiyajin-Schwanz entfernt und dafür auch gesorgt, dass dieser nicht mehr nachwächst. Das gleiche hat er wohl auch bei Son Gohan, Son Goten, Trunks und Vegeta gemacht. Nicht zu vergessen Pan und Pra. Nein, eigentlich liegt das natürlich darin, dass Akira es einfach nicht mochte, den Saiyajin-Schwanz zu zeichnen, darum hat er ihn entfernt. Aber es wäre doch echt interessant gewesen, wenn er seinen Saiyajin-Schwanz nicht abgeschnitten hätte, sondern mit ihm trainiert hätte, dass er seine Ozaru kontrollieren kann. Im Verlauf der 3 Jahre gab es ja auch sehr viele Vollmonde, also Zeit hätten sie mehr als genug gehabt. Und für dieses Training hätten sie natürlich auch in den Raum von Geist und Zeit gehen können, damit Son Goku als Ozaru, wenn er rumfeuert, nicht alles in Schutt und Asche legt. Naja, eigentlich nicht, weil im Raum von Geist und Zeit gibt es ja halt bekannterweise keinen Mond. Oder vielleicht doch? Ein Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen, Leute. Muten Roshi hatte ja den Mond zerstört gehabt, Gott hat ihn dann wiederhergestellt und Piccolo in der Saiyajin-Saga hat den Mond denn ein zweites Mal zerstört gehabt. Wie genau Gott den Mond wiederhergestellt hat, das weiß man ja natürlich überhaupt gar nicht. Er konnte es halt irgendwie. Genauso hätte er im Raum von Geist und Zeit einfach auch einen Mond platzieren können. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel gewesen. Natürlich wäre auch die Möglichkeit da gewesen, dass er halt einfach auf Gottes Plattform trainieren, aber nun ja, Son Goku hätte diese Plattform sehr in Schutt und Asche gelegt. Was man hier aber nicht vergessen darf, in Dragon Ball Z wurde ja gesagt, dass ein Ozaru 10-mal so stark wird, aber in Dragon Ball Classic war das nie so wirklich der Fall gewesen. Ganz besonders gut hat man das ja beim 21. großen Turnier gesehen, da konnte Muten Roshi Son Goku als Ozaru mit seiner Technik auch aufhalten. Und dabei war er zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich so gesehen stärker als Oberteufel Piccolo oder Piccolo Junior beim 23. großen Turnier gewesen. Und Muten Roshi konnte Son Goku in diesem Augenblick aufhalten, obwohl er halt ja eigentlich 10-mal so stark wurde und das ist halt in Dragon Ball Classic nicht so wirklich der Fall. Dass man mit den Ozaru 10-mal so stark wird, diese Aussage kam ja auch erst in Dragon Ball Z hinzu. Wo hätte Son Goku jetzt aber eigentlich den Ozaru denn benutzen können? Nun ja, eigentlich wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, wo Piccolo sich zum Riesen verwandelt hat, also Piccolo Junior beim 23. großen Turnier. Das einzige große Problem aber bei dieser Situation ist, nun ja, da ist halt zu dieser Zeit kein Vollmond am Himmel. Da könnte man zum Beispiel aber was Neues hinzufügen, und zwar, dass Gott und Son Goku eine neue Technik entwickelt hätten. In Dragon Ball Multiverse konnte dazu auch eine Technik erfunden werden in Universum 13 mit Raditz und Kakarot, die innere Lampen irgendwie anschalten konnten, um sich zu verwandeln. Son Goku könnte zum Beispiel auch so eine ähnliche Technik trainieren, und zwar, dass er Energie in seine Hand bündelt und die halt richtig hell erleuchten lässt, also so hell, dass er sich dadurch verwandelt. Das Wichtigste bei Ozaru ist, damit man sich halt verwandeln kann, eine starke Leuchtkraft, und zwar von 17 Millionen Xenon. Also es muss halt einfach nur eine sehr, sehr starke Leuchtkraft sein, damit man sich verwandeln kann. Diese Technik hätte er dann, wie gesagt, gegen Piccolo Junior einsetzen können und Piccolo als Riese gegen Son Goku als Ozaru ist auch wieder ein Kampf, den sicher jeder von euch sehr, sehr gerne sicher gesehen hätte. Ich auf jeden Fall. Ein Ozaru muss man ja nur den Saiyajin-Schwanz abschneiden, damit er sich ja zurückverwandeln kann. Das weiß, denke ich mal, jeder von euch. Aber Piccolo weiß es an dieser Stelle ja natürlich nicht, dass das die Schwäche ist. Was jetzt natürlich auch noch eine interessante Frage ist, hat Son Goku es wirklich in den 3 Jahren geschafft, den Ozaru zu meistern, also dass er ihn kontrollieren kann? Das ist halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Es kann ja sein oder am Ende halt auch nein sein. Da kann man ja Vegeta zum Beispiel als Beispiel nehmen, weil man weiß halt einfach nicht, wie lange er gebraucht hat, um den Ozaru zu meistern oder ob er es halt vielleicht sogar von Anfang an schon konnte. Sein Vater, König Vegeta, konnte ganz sicher auch den Ozaru kontrollieren und das wurde an Vegeta bestimmt weiter vererbt, aber ist halt auch nur eine Theorie. Schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wie lange dauert es, den Ozaru zu meistern? Ich denke mal, dass es bei jedem Saiyajin anders lange dauern kann. Als Son Gohan sich im Kampf gegen Vegeta zum Ozaru verwandelt hat, kamen ja Krillin und Son Goku ja auch durch und durch und dann hat er Vegeta angegriffen, also sie kam halt zu ihm durch und sein wahres Ich kam zum Vorschein für diesen Moment. Aber das war ja halt auch nur für einen Moment, also richtig kontrolliert hat er ihn da ja auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal danach, dass Son Goku es nicht geschafft hätte, den Ozaru in den 3 Jahren zu kontrollieren, aber er hätte ihn halt trotzdem eingesetzt gegen Piccolo Junior. Mit dem Ozaru bin ich sehr sicher, dass Son Goku Piccolo denn hier besiegt hätte, aber danach hätte er sicher in alle Richtungen gefeuert und seine Freunde hätten ihn aufhalten müssen. Hier hätten sie vielleicht mit ihren Worten zu Son Goku durchdringen können, wie es bei Son Gohan der Fall war. Da ja auch so viele Freunde von Son Goku hier anwesend sind, denke ich schon, dass sie zu ihm durchgedrungen wären. Und hätte er die Kontrolle erlangt und hätte Piccolo sich noch bewegen können, nun ja, hätte Son Goku ihn dann K.O. geschlagen. Piccolo hätte während des Kampfes auch Son Gokus Saiyajin-Schwanz packen können als Ozaru, aber die
Schwäche, dass er dadurch schwächer wird, das hat er ja schon beseitigt gehabt. Gesehen hatte man das ja beim 22. großen Turnier, als Son Goku und Krillin gegeneinander gekämpft haben. Aber nochmal zurück zum Training vom Uzaro. Das hätte ich wirklich gerne gesehen, wie Gott, Popo und Son Goku das trainiert hätten. Das wäre wirklich sehr interessant gewesen. Wie Son Goku mit jeder Verwandlung zum Uzaro diesen immer und immer besser hätte kontrollieren können. Er hätte ihn immer und immer besser gemeistert. Das hätte ich wirklich so gerne gesehen. Bisschen schade, dass Akira es nervig fand, diesen immer zu zeichnen, aber ich kann es halt auch verstehen. Ich könnte bei diesem Video jetzt natürlich auch noch Dragon Ball Z durchgehen, aber ich will bei diesem Video nur bei Dragon Ball Classic bleiben. Was zum Beispiel auch nice gewesen wäre, wenn Piccolo sich zum Riesen verwandelt hätte, Son Goku sich zum Uzaro verwandelt hätte, aber Piccolo sich immer und immer größer gemacht hätte. So, dass er dann am Ende doppelt oder sogar dreimal so groß ist wie Son Goku als Uzaro. Man muss aber bedenken, ein Namekianer als Riese wird keine 10-mal so stark, weil Son Goku konnte sich gegen Piccolo ja auch immer noch durchsetzen, ohne sich verwandelt zu haben. Ich denke mal, ein Namekianer als Riese wird vielleicht maximal doppelt so stark, weil mehr kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Weil wie gesagt, so wie Son Goku sich noch gegen ihn durchsetzen konnte, wäre 10-mal halt wirklich sehr, sehr unlogisch gewesen. Seht ihr aber noch eine Änderung in Dragon Ball Classic, wenn Son Goku es wirklich gemeistert hätte, den Uzaro zu kontrollieren? Wenn ja, schreibt es wie immer in die Kommentare, Leute. Wie im Video gesagt, über einen Daumen nach oben und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute. Und für alle, die bis hierhin geschaut haben, schreiben in die Kommentare #UzaroSonGoku.